Durch die Drehbak Netz GmbH wurde die Sanierung der Rohwasserleitung zwischen dem Wasserwerk Kuschütz und dem Wasserschloss Kosmansdorf in 13 Bauabschnitten ausgeführt. Die 400 Meter Sanierungsstrecke zwischen Windbergstraße und Querung Karlsruher Straße Kohlenstraße erfolgte mit einem Druckschlauch. Dazu stellte die Firma Pfaffinger insgesamt 6 Start- und Zielbaugruben für die Maschinenstandorte bzw. den Inliner-Einzug her. Die Gruben sind mit Stahlplattenverbau gesichert. So konnte der Verkehr während der gesamten Bauzeit garantiert werden. Dies entsprach einer Forderung der Verkehrsbehörde. Eine Spezialfirma öffnete die 70 Jahre alte Betonleitung durch Trennschnitte. Die offenen Bereiche in der 1200 mm Altleitung schloss man später mit speziell entwickelten Linerkupplungen und verband die Sanierungsabschnitte mit Stahlrohren. Insgesamt waren 5 einzelne Abschnitte in Längen von 60 bis 105 Metern zu sanieren. Nach der Hochdruckreinigung und der optischen Kalibrierung der Altrohrleitung war der Liner einzuziehen. Eine Seilwinde zog den Liner mit einem Zugkopf in die Altleitung ein. Das Altrohr diente nur zur Führung und Formgebung für den Inliner, denn diese Linerklasse ist statisch selbsttragend und kann alle Innen- und Außenlasten vollständig übernehmen. Eine Gleitfolie erleichterte den Einzug des Liners auf dem Betonrohr und minimierte die Reibung und somit die auftretenden Zugkräfte. Der Sartex-Liner H2O ist als Druckschlauch der neuesten Generation ausgeführt. Das eingesetzte Material besteht aus sehr korrosionsbeständigem ECR-Glas und styrolfreiem Vinylesterharz. Die Glasfaserkonstruktion zeichnet sich nach der Aushärtung durch eine hohe Festigkeit bei sehr geringen Wanddicken aus. Abschnitt für Abschnitt lieferte der Hersteller den Inliner im Kühl-LKW an, um die gleichbleibende Temperatur des Harzes und somit die Qualität des Endproduktes zu gewährleisten. Der Liner 3 hat eine Länge von 92 Metern und wurde für den gemessenen Innendurchmesser des Altrohres von 1146 mm mit einer Wanddicke von 10,3 mm produziert. Eine grabenlose Sanierung der Rohwasserleitung ersparte den Anwohnern viel Lärm, Staub und Verkehrsbehinderungen sowie CO2-Ausstoß. Der Liner 4 mit einer Länge von 87 Metern stellt die Anbindung der Sanierungsstrecke an die Altleitung Richtung Wasserwerk Kuschütz her. Im nächsten Arbeitsschritt wurde der Luftdruck in dem Liner erhöht, bis der vorgegebene Aushärtsdruck erreicht worden ist und sich der Liner vollständig am Altrohr anlegte. Dazu verschlossen die Fachleute den Liner mit sogenannten Packern. Die 3 Lichterketten mit je 4 UV-Lampen, der sogenannte Trippelkern, kam über die Schleuse in den Liner. In der ersten Phase betrug der Druck in der Schleuse und im Liner maximal 50 Millibar, um ihn aufzustellen. Nachdem die Lichterkette in dem Liner positioniert und die Schleuse entfernt war, erhöhte man den Druck bis zum Erreichen des Aushärtedrucks. Anschließend zog die Winde den Trippelkern, der mit einer Kamera versehen ist, ans andere Ende der Sanierungsstrecke. Dabei wurde der Liner vor der Aushärtung optisch auf Schäden überprüft. Im letzten Arbeitsschritt startete die Aushärtung des Liners mittels UV-Licht. Hierbei zog das Kabel die UV-Lichterkette durch den aufgestellten Druckschlauch und löste eine exothermische Reaktion aus. Dadurch härtete das Harz vollständig aus und aus dem flexiblen Schlauch wurde ein neues Rohr. Nun mussten die speziell angefertigten Formteile der Firma Trapp Infra zwischen die einzelnen Linerabschnitte eingebaut werden, um die Leitung dauerhaft und vorschriftsmäßig zu verschließen. Die Formteile sind mit einer EKB-Pulverbeschichtung mit Trinkwasserzulassung versehen und von langer Haltbarkeitsdauer. Nach allen Arbeitsgängen war das Baufeld wieder in seinen Urzustand zu versetzen.
Nach Verfüllung der Start- und Zielgruben verschloss eine Asphaltschicht die Straße und kaum etwas erinnerte an diese aufwendige Baumaßnahme. Mit der Sanierung der Rohwasserleitung Dresden-Kossmannsdorf zeigte sich die Firma Pfaffinger und die beteiligten Partner als flexible und termintreue Auftragnehmer, welche dieses anspruchsvolle Projekt von September bis Dezember 2017 in hoher Qualität realisierten.